Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Crossroads Inn. Wir haben hier, wie ich gerade feststelle, so ein kleines Lichtproblem. Was ist das denn für ein Symbol? Don't make me laugh. Ach, du guckst dich nur um, stimmt. Du bist ja unser Rausschmeißer vom Dienst. Was machen unsere Vorräte? Ganz wichtig. Bier haben wir noch, Wein haben wir auch noch, Teller haben wir. Ja, das sieht doch erstmal mehr als solide aus. Haben wir jetzt schon die, doch, die Brotsuppe haben wir schon auf der Karte. Yes. Kleckernd. Ach so, okay. Das war mir neu. Ja, dann. Hoffen wir mal, dass ihr weiter hier fleißig arbeitet. Was haben wir denn überhaupt aktuell für eine Quest? Einen privaten Raum. Ach, stimmt, für die Gräfin. Ja, sicher. Wir kriegen ja hochheiligen Besuch. Und da überlege ich gerade, wo ich es denn grundsätzlich hinmachen will. Jetzt machen wieder alle gleichzeitig Pause und alle putzen, nur anstatt die Leute zu bedienen, ist klar. Ready for anything. Hatte ich nicht schon gesagt, Reinigung ist niedrig? Ja. Gut, ihr nehmt die Bestellung auf, das ist super. Ready for anything. Da lobe ich doch mal. Ist auch ein Lob. Gut, du darfst putzen, weil du bedienst ja eh keine Leute. Das ist soweit okay. Wir warten noch ein bisschen mit dem Raum. Das soll ja auch schön groß sein. Haben wir überhaupt genug Kerzen noch? Und würden die hier überhaupt angezeigt? Müsste ja eigentlich, ne? Oder haben wir da eine andere Kategorie? Nö, nicht wirklich. Nun gut, dann ist das so. Was fehlt hier? Ach, Moment, nee, das war so. Wo ist Feuerholz? Ja, dann gönn dir doch. Zeit für eine Pause. Ja, macht wieder alle Pause und bedient bloß keine Gäste. Ist klar. Könnte natürlich auch mal für ein bisschen Beleuchtung sorgen. In den Hinterzimmern. So. Dann ist das da auch mal ein bisschen heller und man sieht was, ne? Was machst du eigentlich Schönes? Kochen tust du gerade jedenfalls nicht. Du Quatsch. Schön. Ach, eine Toilette. Stimmt, warte mal. Eine Toilette habe ich doch hier. Da darfst du gerne hingehen, mein Freund, aber. Wenn du nicht willst, dann hat nichts. Ich überlege gerade, will ich das private Zimmer vielleicht oben drüber bauen? Dass wir dann doch mal eine obere Etage haben? Bin ich gerade ein bisschen indifferent. Aber wir brauchen sowieso erstmal noch ein bisschen Geld, bis wir da hinkommen. Von daher passt das schon. Ach, guck mal, ihr fängt an, Leute zu bedienen. Das ist ja ein Träumchen. Ja, oder auch nicht. Hauptsache, ihr putzt dafür 30.000 Mal. So, du kriegst erstmal ein Lob. Jetzt machst du schon wieder eine Pause. Ihr werdet erstmal fürs Putzen gedisst. So, und guck an, schon kann sie Leute bedienen. Du putzt einfach weiter, das interessiert dich nicht, wenn ich dir Lack gebe. Schön. Tja, sehr schön. Jetzt hast du zu lange gebraucht. Und wenn sie mal trotzdem noch hinterher. Super. Hauptsache, ihr putzt die ganze Zeit wie die Wahnsinnigen, obwohl ich euch sage, ihr sollt es lassen. What can I do for you? So, Reinigung mache ich jetzt mal hier aus.
Und bei dem mache ich auch mal die Reinigung komplett aus. Weil mir das tierisch auf den Senkel geht, dass wir meinen, ständig putzen zu müssen, anstatt Gäste zu bedienen. Sehr schön. Habe ich gesagt, putzen es aus? Ah, bei dir nicht. Okay. So, dann mach ich es jetzt aber mal aus. Was haben wir denn da? Och, eine Katze. Und Hunde. Oh, ist ja süß. Kommt er einfach rein? So, ein flauschiger Hund. So, jetzt die große Quizfrage. Haben wir noch Kerzen oder haben wir keine Kerzen? Ich glaube, wir haben keine mehr, ne? Dann müssen wir wohl oder übel mal handeln. Schauen wir den unglaublichen Bauern, was die für Kerzen nehmen. 101. Ich glaube, die waren noch mal am günstigsten, ne? zwei. Ja gut, ist jetzt nicht nennenswerter Unterschied. 99. Ja, guck mal, schau. 99. Da haben wir keine Handelsroute. Hier genauso wenig. Wo war es hier? Piepig Tom, ne? Wir nutzen mal ein paar Gerüchte, um das Ganze ein bisschen billiger zu machen. So. Decken uns schön ein mit Kerzen. Ready for anything. I'll clean it right now. Junge, hier nicht rumgammeln, mach was. You don't have proper equipment to store some of the resources. Oh, kann man die kraulen? Oh, sie schläft, die Katze jetzt. Oh, süß. Ja, die können wir ja streicheln. Und das ist schön. Das gefällt mir. So, du streichel auch mal. Ist das auch eine Katze? Ja, das ist aber eine sehr flauschige Katze. Oh, jetzt haben sie alle Hunger hier, oder was? Oh, ihr kleinen Süßen. Ihr seid ja süß. Ach, guck mal. Eine semi-domestizierte Straßenkatze. Sie liebt die Gesellschaft der Menschen ebenso wie offene Waldräume. Sie soll aus dem Gotthalubwald im Norden von Untermarsch stammen. Aha. Was bist du? Ein wildes Tier. Trovin Chantoreau. Diese Katzen sollen von dem alten, edlen Haus von Trovin gezüchtet worden sein. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Seitdem jedoch ist ihre Familie Chantoreau bewohnt, verfallen. Und die Katzen haben sich über ganz Delcris verbreitet und sind die häufigste Rasse geworden. Das finde ich schön, dass es hier Katzen gibt. Ja, komm, du kriegst du Streicheleinheit. Ist ja gut. Ist ja gut. So, das wäre super, wenn ihr mal die Gäste hier bedienen würdet. Na, guck mal, ein paar bedienen sogar die Gäste. Das ist ja Träumchen. Können wir nicht für die Katzen irgendwas machen? Hier so ein Deckchen oder so. Bestimmt, ne? Wo Katzen klammern und auf Katzenminze hoffen. Oh, ist das süß. Komm, wir holen uns mal hier zwei schöne Katzenkissen. Und da einen kleinen Napf. So. Damit sich die kleinen Flauschis auch wohlfühlen. Zack. Oh, erst mal direkt was futtern. Njam, 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 njam. Sehr schön. Das wäre natürlich das Schönste, wenn man
die Taverne noch umbenennen könnte in die Maunzende Katze. Zum Beispiel. Ich freue mich, ob die Gäste auch von der Katze unterhalten werden. Also ob das sozusagen ein zusätzlicher Fun-Faktor für Gäste ist, dass die dann eher reinkommen. So, schön Gäste bedienen, zack. Okay, jetzt wo wir die Reinigung ausgestellt haben, scheint ihr wirklich mal den Fokus mehr auf die Bedienung der Gäste zu setzen. Das finde ich super, die Damen. Haben wir hier eigentlich irgendwas? Mission? Nö, noch nichts. Gut, wir werden wahrscheinlich sowieso erst einmal die Mission machen müssen, wo wir das Privatzimmer bauen dürfen. Kann man den Katzen eigentlich Katzenminze geben oder so? Vielleicht können wir das irgendwo kaufen. Schauen wir doch mal bei den unglaublichen Bauern. Sieht jetzt nicht unbedingt so aus. Nee, nicht wirklich. Ich gerade, wollen wir mal langsam mal anfangen mit dem Zimmerbau oder? Oh Leute, quatscht euch jetzt hier alle dumm und dusselig oder was macht ihr hier? Scheint fast so. Kommen alle hier nur mit dem Typen zu quatschen. Mein Gott, musst du ein interessanter Kerl sein. So, was denkt ihr euch denn über die Katzen? Ich mag die Einrichtung in diesem Zimmer nicht. Ja gut. Die Katze denkt sich niemand was anscheinend. Sieht langweilig aus. So, zurück an die Arbeit. Schön. Ups, das wollte ich jetzt gar nicht. This is a tough life. This life turned out not to be so bad. So, ich wollte gerade sagen, willst du nicht mal irgendwie Gäste bedienen oder irgendwas machen? So, du kriegst auch mal auf die Schnauze, weil du rumstehst und nichts tust. Super, du stehst da einfach nur rum. Was soll denn das? Ey, alles stehen doch okay, eine, immerhin eine rafft sich auf und macht was. Und der hat jetzt auch endlich mal angefangen, Bestellungen aufzunehmen. Nice. Wir kommen noch nicht so ganz hinterher mit dem Geld. Beziehungsweise es braucht halt so lange, weil ich weiß, ich frage mich echt, ob das buggy ist. Weil guck mal, es sind Gäste, die alle was machen wollen und die kriegt hier nichts gebacken. Steht einfach nur rum. Tja, schwierig. Super, du willst essen, du willst trinken. Kriegst aber nichts, weil keiner auf die Idee kommt, dich mal zu bedienen. Habe ich so viele Leute hier? Oder sind die einfach nur zu schlecht? Immerhin, da räumt jemand schon mal ab.
Super Air hier wird auch nicht bedient. Stattdessen rennen sie jetzt alle hier hinten nur hin, um zu quatschen. Zwei legen sich ins gleiche Bett. Ich frage mich, ob da wieder der Spruch greift: It's not a bug, it's a feature. Ich guck mal, ob wir nicht ein besseres Personal finden können. Chaotisch, weiß nicht, was man von diesem. Manchmal arbeiten sie gut, manche schlecht. Mhm. Okay, gut am Tratschen. Überzeugend. Mehr Geld. Faulenzer, ja, nicht so geil. Die raucht und zwei. Ach, guck mal, hier können wir Merkmale entschwören. Das mache ich mal. Zack. Gierig. Was schwierig sieht zu einem niedrigen Lohn, okay. Das andere? Faulpelz. Aus Gründen, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen, fällt es diesen Arbeitern sehr schwer, zur Arbeit zu kommen. Zu diesen Gründen gehören die Anwesenheit anderer Menschen, ein sich ständig drehendes Gedankenrad und die Unsicherheit von morgen. Ah ja. Mit anderen Worten, gutes Personal gibt's nicht. So, zurück zu das finde ich super. Komm, dafür loben wir dich mal. Ach, guck mal, es werden Leute bedient, ich glaub's nicht. I live to serve. I live to serve. Ja, so langsam geht's wieder einigermaßen aufwärts. Ich schau mal kurz bei unserem aktuellen Personal. Haben wir hier clever, okay, die lernen schnell. Ist überzeugend. Ja, die ist gut, die wir haben. Tapfer, sehr schön. Ist das mit Bettina? Perfektionist. Okay, braucht mehr Zeit. Ja, das sieht gut aus. Feigling. Und chaotisch. Ja gut, das Chaotische, das ist ein bisschen schwierig. Sehr gut, zäh. Langsam, naja. Fröhlich, das ist gut und chaotisch, okay. Hm. Gut, dann ist das Personal, was wir haben, an sich gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Sollen einfach nur auf das Beste hoffen. What can I do for you? The boy's gonna be. Mein Gott, das, warum musst du immer hier rumgammeln? Helfen in der Küche. Ja, was heißt helfen in der Küche? Kochen auch? Dann machen wir mal gering. So, ihr Lieben, wir machen an der Stelle erstmal einen kleinen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssikowski.